So, zweiter Versuch. Zweiter Versuch. Ich komme nicht in Schlange zu. Hier hat sich schön die Zeitlupe eingesetzt. In genau im richtigen Moment. Aber hier viel zu sehr gesprayt und viel zu unbeweglich. Unteren Gegner nicht getötet, der obere lebt auch noch. Ja, aber nochmal Glück gehabt. Wieder die Zeitlupe eingesetzt, ohne ersichtlichen Grund. Hier auch wieder viel zu unbeweglich. Den Gegner rechts nicht getötet. Das sind so viele. Das kann sich später noch rächen. So, Low HP, hat aber den Modifikator dabei. Und noch ein Gegner hinter ihr. Ja, paar Bullets. Einfach so noch hinten drauf geschossen. Das kann sich später noch rächen. Mann, erschreck mich doch nicht so, du dummen Volks. Ja, wir Pro-Gamer beleidigen ja unsere getöteten Feinde nicht. Wir teabaggen sie nur. Jetzt werde ich meine ganze Munition einsammeln. Auch gerne mal über eine Minute. Sonst stehe ich wieder da, keine Munition. Das Munitionsproblem spricht sie auch selbst an, aber kein Wunder bei diesen Sprays. Man sollte ja auch immer nur Burstfire machen, 2 bis 3 Kugeln. Das reicht. Wir jetzt auf der Suche nach dem nächsten Schuhladen, aber den gibt's hier nicht. Hätte sie vorher nachladen müssen auch. Zu sehr auf den Schubladen fixiert. Komm her. Wieder versucht sie zu kämpfen, aber nicht an einem guten Spot. Ist auch viel zu unbeweglich wieder. Wechselt jetzt auf die Ghouls. Schöner Headshot. Gut reagiert. Da ist noch einer. Wieder sehr ungewöhnlich hier. Yeah! Ich bin super! Oh yeah! Das rockt Dudes. Gott. Hab ich wirklich alle umgelegt? Nicht ganz. Ein paar Leben noch. Fällt mir nämlich gar nicht. Invasion von so einem Typen. Das ist schlimm. Geht's noch irgendwo runter? Ja, da ist es. Gut, da gehe ich mal lieber nicht lang. Das ist zu düster. Aber da war ja, auch ob das eine gute Idee war, da nicht lang zu gehen. Vielleicht hätte sie da noch was Wichtiges gefunden. Was war denn das? Was hast du denn gedrückt? Panik. Jetzt wird sie panisch. Da sieht man auch gleich viel panischer die Bewegungen. Entschuldigung. Das war jetzt ein großer Fehler, das Radio zu zerstören. Jetzt wissen die Gegner ganz genau, wo sie sich befindet. Ich bin auf das Schlimmste gefasst. Achso, ja. Ein bisschen zu laut gedreht. Ja, wir haben das Rad aktiviert und wo gehen wir jetzt hin? Oder rein oder was?
Pokémon. Ja, da geht sie sehr unvorsichtig durch die Ecke. Was ist hier los? Egal. Versprecher müssen drin sein. Das ist auch mal lustig. Jetzt läuft sie wieder den Weg zurück. Und das sieht nicht gut aus. Immer noch auf der Suche nach neuen Schuhen. Das sieht nicht aus. Ich geh mal auf. Oh Mann! Alter, ich drücke mal zu sehen auf Feuer. Ja, das ist nicht gut, okay, dass sie immer auf Feuer kommt. Das ich bin immer noch hier. Wird sich später noch rächen. Das kann nicht gut gehen. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? 4 Munition hat sie hier nicht mehr. Da schöner Bunnyhop-Versuch, aber leider nicht so gut geklappt. Das muss sie noch. Checkpoint. Das ist gut. Hier schön vorsichtig durch die Ecke gegangen. Da hätte sie aber viel früher den Headshot setzen müssen. So war das nicht gut gelöst, diese Situation. Na, jetzt versucht sie hier zu campen. Wo ist er hin? Um die Situation irgendwie heil zu überstehen. Ah, da hätte sie viel vorsichtiger in die Ecke gehen müssen oder eine Nade vorher reinschmeißen, um sicher zu gehen, dass da keiner mehr ist. Was ist das? Da hat sie gut den Gegner entdeckt, hat aber viel zu früh die Zeitlupe aktiviert, konnte sie dadurch auch nicht gut ausnutzen. Hier auch wieder viel zu unbeweglich. Da musst du mehr strafen. Oh, jetzt keine Munition mehr, das ist nicht gut. Was ist hier los? Nein, ich hab keine Munition mehr, nein, das gibt's doch nicht. Oh, und da geht sie down. Dann würde ich sagen, ich GG. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.